Hi, mein Name ist Katrin, du bist ja auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet und zwar heute zu einer Review, einem fertigen Bild. Ja, ich habe ein fertiges Bild und zwar mein allererstes von Diamond Painting Deutschland. Das allererste, was ich fertig habe. Ich habe dieses Kit in eckig als auch in rund gehabt und wollte eigentlich einen Vergleich machen, habe aber bisher nur geschafft, das Eckige zu painten. Das Kit, kann ich gleich voraussagen, gibt's leider nicht mehr bei Diamond Painting Deutschland, weil die Lizenz von Sarah Richter nicht mehr über Diamond Painting Deutschland vertrieben wird. Das heißt, die Bilder von ihr sind aus dem Programm gegangen leider und das wäre hier Deadly Sweet gewesen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch meine Meinung zu Diamond Painting Deutschland und wie das Ergebnis finde und wie es gepaintet wurde, was ich painten ließ, wie die Steinchen waren und so weiter, einfach mal mitteilen, ne? Weil es gibt da ja noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Designs. Das Bild hat 45 Farben, heißt A Deadly Sweet und ist von Sarah Richter. Das sehen wir hier unten, lizenziertes Produkt. Also da schon mal Daumen nach oben. Man konnte sich das aussuchen, ob eckig oder rund. Ich habe, wie gesagt, mir damals beides geholt. Das Runde hat mittlerweile meine Nachbarin, die wollte das unbedingt haben. Und ja, das Eckige liegt hier fertig vor uns. Das Image gibt's auch noch in einem anderen Shop. Also wenn du das Image unbedingt haben willst, kannst du es auch bei Diamond Art Lab mittlerweile bekommen. Aber natürlich mit einem komplett anderen Rendering. Ja? Also das ist Tag und Nacht, glaube ich. Müsste man mal den direkten Vergleich machen. Hier waren keine ABs dabei, keine Aurora Borealis oder sonstige Spezialsteinchen. Wenn man die aber natürlich zu Hause noch hat, von anderen Kits kann man die hier einsetzen. Finde es ein bisschen schade, ich hätte hier welche reingemacht und auch in den Zähnen. Aber ich finde auch so wirkt das wirklich gut durch das Rendering. Wir schauen uns mal hier die Steinchen an. Von den Steinchen war ich tatsächlich nicht so hundertprozentig begeistert. Ich hatte einige Nasen und Ausschuss, mit dem ich halt nicht gut arbeiten konnte, weil Steinchen zusammenhingen und Nasen hatten. Das war schon ein bisschen mehr als normalerweise. Sie sitzen teilweise super eng zusammen. Und teilweise habe ich dann hier wirklich, ja, Gaps, also richtige Lücken, auch gerade im Weißen. Hier sehen wir es. Und hier auch. Also es war ein bisschen merkwürdig. Ich kann euch jetzt gerade auch nicht sagen, ob das Harzsteinchen sind, aber ich glaube, es waren eben keine Harzsteinchen. Und bei eckigen Steinen merkt man das sofort. Also von der Steinchenqualität war ich jetzt nicht überzeugt. Ich war auch nicht vom Rendering überzeugt. Das Rendering macht einen tollen Effekt. Das Ergebnis ist Wahnsinn. Hier mit der Tiefe vom Totenkopf. Hier, ne? Da, richtig durch das Rendering. Seht ihr die dunklen Lilatöne und dann ins Schwarz und dunkelbraune übergehen. Auch hier am Mund und auch die Zähne. Wenn wir jetzt noch einen Schritt rausgehen, das ist dreidimensional, wahnsinnig gut. Das Rendering ist spitze, auch hier. Also wenn du einen Schritt rausgehst und dir das Bild anguckst, ist das ein super Effekt und super Ergebnis. Richtig, richtig toll. Kannst du nichts sagen. Das Ding funkelt auch wie nichts Gutes. Hier. Ja? Also richtige Spitzenklasse. Wirklich gut. Ich sag nur, das Rendering zum Painten war nicht meins. Mir hat das Painten keinen Spaß gemacht. Da ist aber auch jeder Jeck anders. Ne? Mir war das wirklich, diese Art von Konfetti war nicht meins. Das Rendering war nicht meins zum Painten. Ne? Zum Angucken und wie gesagt vom Ergebnis finde ich es richtig gut. Finde ich toll, top, wirklich super. Aber ich habe mich da so ein bisschen durchgequält. Und deshalb habe ich mich auch nur bis hierhin durchgequält tatsächlich. Ja, ich habe mich bis hierhin durchgequält und das ist, glaube ich, auch der Stand, den ihr in meinem Stapel der Schande Video gesehen habt. Na, bis zu dem Stand habe ich gepaintet.
Und ich dachte nur, es sieht toll aus. Und ich will dieses Ergebnis sehen. Aber ich brauche einfach viel zu lange, um mich da durchzuquälen. Und ich habe so viele tolle Bilder, die ich machen will. Und das ist wie bei einem Buch. Wenn ich da einfach 50 Minuten nicht drin bin, dann bin ich nicht drin. Aber vielleicht ist es nicht der Inhalt, sondern nur der Schreibstil, den ich nicht mag. Und dann gucke ich mir auch gerne den Film an. Das ist der Inhalt, ist eine andere Geschichte. Und so ungefähr ist es hier. So. Dann habe ich das mit zu meinem Freund genommen, habe da ein bisschen gepaintet und der paintet ja mittlerweile auch und hat dann auch mal ein paar Steine gesagt, oh, das ist doch cool, das ist doch mein erstes Eck, das ist doch super, macht das Spaß und paintete, sagt, willst du es fertig machen? Ja, klar. Und dann hat mein Freund tatsächlich dieses Bild fertig gepaintet. Also den Credit kann ich nicht auf meine Kappe nehmen. Dreiviertels dieses Bildes hat mein Freund gemacht und hatte einen Heidenspaß daran. Der hatte einen Heidenspaß. Dem hat das so viel Spaß gemacht, das Rendering. Er fand es toll, dass man hier sieht, wie es zusammenkommt, wie durch diese kleinen verschiedenen Farben hier diese Tiefe entsteht. Da hatte der richtig Freude dran. Richtig, richtig Freude dran. Das, was mir da so ein bisschen abgeht, wo ich sage, oh nee, es ist nichts, aber er war so dieses, okay, ich paint hier die Eins und dann gehe ich einen Schritt zurück und sehe, wow. Und das war für ihn top. Der hatte richtig Freude daran. Also, jeder Jack ist anders. Ich finde das Ergebnis spitze, aber es war einfach nicht, ich will noch ein Stückchen weiter raus, es war einfach nicht mein Rendering-Style. Wie gesagt, mein Freund hatte sehr viel Spaß daran, das zu painten. Was Negativpunkte sind, sind eben die Steinchen. Die waren nicht meins, fand ich nicht gut. Nicht super schlecht, aber auch nicht super gut. Positiv hervorzuheben ist, dass es alles sitzt und passt. Also da poppen keine Steinchen jetzt mehr. Ne? Ich bin da wie immer mit dem Roller drüber gegangen. Da fällt auch nichts ab. Also ich weiß nicht, ob ich es versiegeln müsste. Wahrscheinlich werde ich es jetzt mal versiegeln, weil ich außer bei Diamond Adler bei vielen einfach nicht sicher bin. Und aber ich glaube, dass man es noch nicht mal müsste. Also das ist wirklich gut. Und ihr seht auch jetzt hier nochmal, das Rendering ist spitze. Das sieht richtig geil aus. Das in dem schwarzen Rahmen an die Wand, bam. Ja, kannst du so, kann ich so sehr vielen in meinem Freundeskreis verschenken. Das sieht wirklich toll aus. Und das kommt halt durch dieses Rendering zustande. Die Details und die Tiefe kriegst du anders nicht hin. Und wie gesagt, mein Freund hatte sehr viel Spaß und bestimmt einige von euch, die so dieses sehr weiche Rendering, sehr konfettilastige Rendering, um so ein Ergebnis zu kriegen, lieben, die werden da absolut auf ihre Kosten kommen. Ja, Dime Painting Deutschland macht ja viel. Macht ja die meisten ihre Sachen genau in diesem weichen Rendering. Ich verstehe es, ja? Ich verstehe es absolut. Was nicht nur meins ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist die Leinwand. Also der Kleber war gut, hält auch jetzt bombenfest, überhaupt kein Stress, richtig gut. Die Leinwand mag ich nicht. Es war gegossener Kleber, ne? Oder ist immer noch gegossener Kleber. Ist gegossener Kleber. Ich mag diese Plastikleinwände nicht. Ne? Das ist das, was wir ja auch in den China-Shops bekommen. Ich mag nicht, wie sie es anfühlt. Es tut jetzt der Qualität des Bildes keinen Abbruch. Aber ich mag nicht, wie sie es anfühlt. Ich würde auch hier jetzt, aufgrund des nicht so schönen Randes, den Rand jetzt nicht, was ich schon mal mache, schwarz anmalen und es mir dann einfach so mit Pinnnadeln an die Wand hängen, oder mit Magnetleisten. Das würde ich hier nicht machen, weil mir der Rand einfach nicht gefällt. Ich weiß auch nicht, wie der Farbe aufnimmt. Aber das ist auch einfach meine ganz subjektive Meinung, dass ich das nicht mag. Und dass ich hier auch, finde ich, echt, der wird dreckig. Ich meine, das wurde jetzt auch viel rumgeschleppt, aber habe ich das Gefühl auch schneller als andere. Was auch nicht so meins war, waren die Symbole. Es ist super viel Buchstaben und Zahlen. Ist eigentlich spitze, weil du dementsprechend halt nicht so viel verwechseln kannst. Aber hier zum Beispiel P und R in 814 und 815, so nah aneinander. Das heißt, wir haben hier eine sehr ähnliche Farbe. Das ist das, wo ich aus Versehen das eine ins andere Schiff, Containerchen mit reinkippe und dann Schneewittchen, Aschenbrödel spiele, um die Farben wieder zu trennen.
Und wenn ich die Farben dann auch noch mit einem Buchstaben, der sich sehr ähnlich sieht, also wahrscheinlich lachen jetzt einige, aber in meinem Kopf, wenn ich so am Painten bin, so im Flow, dann ist ein P und ein R schnell zu verwechseln. Und dann auch noch eben entsprechend natürlich die ähnliche Hintergrundfarbe. Schwierig. Bei einem eckigen Kit hätte man da ein bisschen variieren können, weil wir sehen ja hier eh nicht durch, welche Farbe dahinter ist. Das da würde ich mir hier ein bisschen mehr nachdenken wünschen. Das wünsche ich mir aber bei 90% der Firmen. Dass sie da ein bisschen gucken, da Varianz reinzubringen, damit man es vom Auge her einfach ein bisschen einfacher hat, wenn man so im Flow paintet. Ich glaube, das war nicht so gut zu erkennen. Das war Ausschlussverfahren, das musste man übrig lassen, um dann zu wissen, okay, es kann jetzt nur noch das sein. Und mein Freund hatte Schwierigkeiten bei diesen sehr filigranen Symbolen. Das hier zum Beispiel. Das war vom Druck nicht so prickelig auf der Leinwand. Das hast du schwer lesen können und da musste er auch Ausschlussverfahren machen. Und ich glaube, das hier, die 3609, als auch hier die 3607. Ich glaube, bei den beiden musste er auch Ausschlussverfahren machen, weil es dann auf der Leinwand teilweise nicht gut erkennbar war. Das ist das, was ich jetzt von ihm zurückgespielt bekommen habe, beziehungsweise was ich auch, als ich da war, dann, was er mir erzählt hat beim Painten und gezeigt hat. Ja, also. Ich würde Diamond Paint in Deutschland einfach vom Ergebnis her absolut empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es painten würde. Wahrscheinlich würde ich es holen und würde es meinem Freund geben zum Painten, weil er das einfach da so viel Spaß dran hat an diesem Rendering und an diesem Konfetti und am Ergebnis vor allen Dingen. Also ich meine, hier, wir sehen hier die Kugel. Da kann ich euch das nochmal zeigen, was ich meine. Ja, wir sehen hier diese Kugel. Da, das ist einfach nur irgendwelche lila, blauen und rosanen Pünktchen zusammen. Das sieht irgendwie total komisch aus. Wenn ich jetzt aber hier rausgehe, so, gehe ganz weit weg, dann sehen wir, dass diese Kugel hier jetzt Dreidimensionalität kriegt dadurch. Und das ist genau dieser Effekt, den man eben mit dieser Art von Rendering hat, auch hier entsprechend beim Totenkopf sieht man das sehr, sehr gut. Also, Deadly Sweet von Sarah Richter bei Diamond Painting Deutschland. Blumex. Ihr seht hier auch nochmal die Adresse des Shops. Ich verlinke ihn euch natürlich auch unten in der Infobeschreibung. Bekannt für die Josephine Wall Bilder mit über 100, 200, 300 Farben, aber eben auch solche Bilder bekommt man da. Wie gesagt, dieses hier und die anderen Bilder von Sarah Richter leider nicht. Ich meine, ich bin leider ein bisschen spät dran, aber es ging ja auch hauptsächlich darum, wie ich so im Allgemeinen die Bilder von dem Shop, was da meine Erfahrung im Moment ist oder mein Eindruck vom allerersten Bild, das ich hier in den Händen halte. Also, tolles Bild. Ich werde es versiegeln und werde es wahrscheinlich auch an die Wand bringen. Also mal gucken, ob das mit jetzt an die Wand zur Halloween-Deko darf. Und es ist, wie gesagt, ein Bild, bei dem ich eben auch drüber nachdenken würde, es zu rahmen mit einem schönen schwarzen Rahmen. Das Bild ist übrigens 50x70 groß. Das habe ich noch vergessen dazu zu sagen. So, und schreib mir doch mal in die Kommentare, wie deine Erfahrung mit deinem Painting Deutschland ist. Hast du schon Bilder davon gemacht oder hast du dich noch nicht getraut? Das ist ein Shop aus Deutschland mit lizenzierter Artwork. Zugreifen, ja, also unterstützen, absolut. Ne? Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr, sehr freuen. Und bedanke mich fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du es hier jederzeit kostenfrei nachholen. Das Glöckchen aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf. Bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann. See ya!